Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Let's Play Minecraft. Und ich sehe, offenbar habe ich mich hier in etwas verschanzt. Ich kann mich ja so gut wie gar nicht mehr an die alte Folge erinnern. Und ja, ich sehe hier, ich habe nur noch 18 Stöcke und ich glaube ein paar Setzlinge. Das war's auch schon. Sieht ein bisschen mickrig für mich aus, aber dann werde ich mir wohl was beschaffen müssen. Meine Güte, die Kopfhörer sind unglaublich leise gestellt. Hallo? Ah, jetzt reagiert's. Gut. So, da ist offenbar noch ein Zombie. Ah ja, das Türlabyrinth. Hahaha. Und ich habe verdammt wenig Herzen, muss ich jetzt mal sagen. Ich hatte übrigens vor, eine Stadt zu bauen. Weil ich ein bestimmtes Texturenpaket, ein Polizeitexturenpaket machen wollte. Ich wollte eine Stadt bauen. Ich wollte mir dann selber die Sachen so ein bisschen anpassen und den Abenteuermodus einschalten. Den kennen vielleicht ein paar. Ich kann den nachher hier mal erläutern. Ich kann hier ja... Ich kann cheaten, glaube ich. Ja. Dann... Ach, ich hatte sogar noch ein Fichtenholz. Das hier ist Fichtenholz. Ja. Dann fertige ich mir hier jetzt erstmal noch ein paar Werkzeuge an und dann kann es auch im Grunde schon losgehen. Ich sammle ein bisschen Material und dann kann ich anfangen zu versuchen, eine Stadt zu bauen. Beziehungsweise ich versuche dann, eine Stadt zu bauen. Gut. Um ehrlich zu sein, habe ich hier ein bisschen Angst, weil ich nur noch zwei Herzen habe und dann Creeper schwimmt. Mal ein paar Pilze sammeln. Ist hier irgendwo ein Schwein oder sowas von der Art? Aber das Coole ist ja, wenn die im Wasser sind und ich an Land... Ich wollte gerade sagen, dass wenn die im Wasser sind und ich an Land, dann kann ich nicht getötet werden. Was habe ich für einen Quatsch erzählt? Okay, hier wurde ich gespawnt und... ist ja offenbar auch nicht schlimm, dass ich gestorben bin, weil hier ja ganz in der Nähe mein Haus ist. So, da ist ja ein Schwein. Ich muss mir erstmal ein bisschen Nahrung besorgen und dann lege ich wirklich los. Und das ist jetzt nicht nur ein blindes Versprechen. Versprechen ist es aber... Nun ja, hier... Meine Güte. Das Schwein provoziert mich. Es badet... Obwohl ich es essen will. Springt. Ach. Man, wäre es... Das ist jetzt ein bisschen blöd, die Situation. Mir rennen hier die Schweine weg, wenn ich mir jetzt ein Schwert mache, aber... wenn ich mir ein Schwert mache, um die Schweine hier vernünftig irgendwie erstmal klein zu kriegen, dann hauen die mir... Habe ich das schon gesagt? Ach. Ich glaube, ich bin vergesslich. So, baue ich nochmal ein bisschen Holz ab. Hab ein bisschen Proviant, baue mir ein paar Werkzeuge. Und dann... Finito. Dann... kann ich anfangen, eine Stadt zu bauen. Also, jetzt mal... ganz rein theoretisch gesehen. Natürlich werde ich mir hier erstmal ein paar Sachen anlegen müssen. Ich werde mir ja wahrscheinlich auch... Ja, ich werde mir wahrscheinlich auch sowas wie Quarz anlegen müssen, damit die Stadt gut aussieht. Nicht, dass ich das unbedingt machen muss, aber beispielsweise sehen ein paar schicke Hochhäuser. Also ich meine jetzt nicht so eine normale Minecraft-Stadt, nicht so eine altertümliche, sondern ich meine schon... so eine moderne. Wie zum Beispiel Köln, Berlin. Ihr wisst ja ungefähr, was eine Metropole ist oder sowas in der Art. Ja. So, das dürfte dann jetzt erstmal fürs Erste reichen. Soll ich mir noch was bauen, um was an... Ja, ich hol mir noch eine Holzhacke. Einen Moment mal. Welche...
Ich komme jetzt ein bisschen verblödelt vor, Erfolge. Normalerweise kommen doch an der Seite so, so, wie heißt es gleich? So, Dinger an der Seite, sag ich mal. Dass man irgendeinen Erfolg neuerdings jetzt hat. Kommt hier nicht, das finde ich ein bisschen komisch. So, dann fange ich jetzt erstmal an zu graben. Hol mir ein bisschen Stein und dann... ja. Weil ich hole mir nicht unbedingt Stein, um damit zu bauen, sondern auch unter anderem eben, um damit neuere Spitzhacken. Ich brauche einfach gute Werkzeuge, dann kann ich die Sachen schnell abbauen. Oh. Okay, dann crafte ich hier jetzt mal einfach eine spontane Steinspitzhacke. Dann kann ich auch direkt Eisenerz. Hä? Was ist das für ein Quatsch? Warum verschwindet meine Werkbank? Ich komme mir ein bisschen veralbert vor. Und das ist noch die... Mann. Da muss ich jetzt eben wieder einen Weg nach oben finden und mir ein bisschen Holz besorgen. Weil aus unerklärlichen Gründen meine Werkbank verschwindet. Während ich, so im Stein positioniere. Hat es... Wenn irgendwer eine Lösung hat, schreibt es bitte in die Kommentare, warum eine Werkbank plötzlich so verschwindet. Das kommt mir nämlich ein bisschen... Ich schätze, das war ein Bug. Ja. Mal schön weitermachen. Ich finde, ich merke auch jetzt, das war eine ziemliche Zeit- und Materialverschwendung, dieses mit dem... Ich habe ja sowas gemacht mit einem Türlabyrinth. Das war ja der reinste Unsinn. Also das hat nichts gebracht. Und dann mache ich jetzt eben mal was, was mir irgendwas bringt. Weil eine Stadt bringt ja ein So, ich hoffe, der verschwindet jetzt. Wieso hatte ich zwei Werkbänke? Das Spiel nervt mich manchmal. Es ist nicht so, dass es kein gutes Spiel ist. Es bringt mich aber manchmal auf die Palme. Muss ich sagen. So, ein bisschen Stein dürfte ich ja jetzt haben. Fortgeschritten. Technischer Fortschritt, das jetzt wird es auch an der Seite plötzlich angezeigt. So. Ich sollte mir vor allem erstmal ein Bett besorgen, damit ich das Ganze nicht verliere, wenn ich sterbe, beziehungsweise... Doch, ich verliere es, wenn ich sterbe, aber damit ich nicht an der Stelle gespawnt werde. Das heißt, ich dürfte es ja in der Nähe meines Hauses verlieren. Also, wenn ich mir da ein bisschen... Was überlege, ich bleib natürlich in der Nähe des Hauses, vor allem wenn ich mir sowas Großes vornehme. Ach, jetzt ja noch ein bisschen. Dann kann ich das unter Umständen auch einsammeln. Wäre ja ein bisschen dumm, wenn ich mir kein Bett hole, dann ist das, was weiß ich, wo, das, was ich gesammelt habe und, das Ganze war von, ihr wisst, was ich sagen möchte, schätze ich. Und übrigens, viele fanden Wizard 101 Let's Plays sehr toll von mir. Einige, es gab auch ein bisschen kontraproduktive Kritik. Also, es ist nicht so, dass negative Kritik direkt kontraproduktiv ist, aber es ist jedenfalls so, dass ich wahrscheinlich aufhören werde, Wizard 101 zu spielen, weil ich muss sagen, es ist ganz schön anzugucken, aber es ist an sich ja doch ein recht fades Spiel. Das ist ja nämlich im Grunde genommen nur rumrennen, also wenn man irgendwie Leuten Bescheid sagen soll oder sowas in der Art, oder Leuten was bringen soll. Vielleicht ein bisschen Haustiertraining, das finde ich auch ganz witzig, aber ja, das hat nicht wirklich großartig Inhalt von dem, was man machen kann. Das sollte... Es ist generell ein ganz schönes Spiel. Nur außer rumrennen und kämpfen kann man so gut wie nichts. Außer Haustierkämpfe und sein Haus einrichten. Und es gefällt mir auch nicht so wirklich und ich finde,
wenn ich irgendwie von einem Let's Player was sehe oder ein Let's Player bin und es selber, wie heißt es gleich, spiele, sollte ich auch Spaß daran haben. So. Ich glaube, ich wollte jetzt sowieso eigentlich nochmal unter die Erde und ein bisschen Steine sammeln. Manchmal weiß ich von mir selber nicht, was ich hier so machen wollte. Aber nee, Steine sammeln muss ich gar nicht. Ich muss hier einfach nur Werkbank platzieren. Ich kann mir jetzt auch schon mal ein Haus bauen. Nicht direkt für diese Stadt, die ich wirklich bauen wollte. Aber generell. So. Schon wieder erscheint nichts an der Seite. Kann ich... Ist es etwa so, dass ich noch keinen Ofen bauen kann von den Fortschritten? Ich komme mir so ein bisschen halbert vor. So, dann werde ich mir jetzt mal das bisschen Eisen einschmelzen. Wobei, ein bisschen ist es ja nicht unbedingt. Das ist ja schon eine Menge. 16 Eisen dafür. Davon kann ich mir eine ganze Rüstung und ein Schwert bauen. Also, ist jetzt mal grob geschätzt. Ich bin nicht so sicher, ob ich mir direkt eine ganze Rüstung machen kann. Ja. Ach, ein Eisenbahn schon mal. Gut, dann... Es wird Nacht. Ich sollte mir mal einen Unterschlupf bauen. 42 Holz, Fichtenholzbretter dürften reichen. Auch für eine Türe. Und ich, keine Sorgen, ich mache kein Türlabyrinth. Weil ich habe da schon ein paar Leute gehört, dass, ich habe da schon jemanden gehört, der beispielsweise gesagt hat, dass das sehr unnötig ist. Und ich gebe auf jeden Fall zu, dass es unnötig war, weil wer braucht schon ein, Türenlabyrinth? Also, an sich ist es ganz funny, aber wenn man das jetzt mal so betrachtet, wenn man hier ein Spielanfänger im Grunde genommen ist, beziehungsweise ich fange nicht erst mit dem Spiel heute an, aber ich bin noch nicht sehr weit und da brauche ich noch kein Türlabyrinth, weil das ja verhältnismäßig sehr unnötig ist. Ja, das was auch schon, was ich sagen wollte. Komm, muss nicht schön sein, dann mache ich hier noch ein... Ich... Das sind jetzt die doofsten, blödesten Zufälle gleichzeitig. Es fängt an zu regnen und ich werde von Zombies attackiert, während ich hier Materialmangel habe. Das ist schrecklich. Das hier ist auch nur ein Unterschlupf für diese Nacht. Ich werde mir dann was Besseres bauen und dann letztendlich die Stadt. Okay, dann hier noch ein Eingang. Habe ich hier noch irgendwas? Muss ich mir jetzt auch immer mehr Erde holen? Okay, wo war der Zombie jetzt? Ich baue hier schnell mein Haus fertig und dann... Oh Gott. Mein Gott. Das ist ätzend. Kennt ihr das, wenn ihr selbst Minecraft spielt? Dann hört ihr stöhnende Zombies und müsst trotzdem versuchen, hier halbwegs euer Haus fertig, euren ersten Unterschlupf fertig zu bauen. Gut. Okay. Stirb, Zombie. Stirb, 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 stirb. Einen Moment. Ist hier drin? Ach doch, hier. Gut, hier drin ist mein Ofen und so. Gut. In Ordnung. Und damit sage ich für heute auch, beziehungsweise für diese Folge schon mal Tschüss. Ich sehe hier nämlich gerade, dass ich schon 16 Minuten spiele. Ja, dann bis zum nächsten Let's Play und like dieses Video. Generell killt Kaios. Ja, okay, dann Tschüss.